In diesem Video möchte ich euch jetzt noch schnell zeigen, wie ihr eben verhindern könnt, dass, wenn ihr das Standard-Template Avatar Female oder Male verwendet, dass die Leser die Namen verändern könnt. Und zwar ist ja im Standard eingerichtet, dass als erstes hier, wie ist dein Name, Label Anna First Name, das Inputfeld, die Abfrage, ob ein Name gesetzt wurde, abgefragt wird. Und das ist eigentlich auch schon alles. Ihr löscht einfach diesen Bereich hier raus und es wird nicht nach dem Namen gefragt und es geht direkt los mit der Customization. Eben aufpassen, falls ihr das gemacht habt, dürft ihr natürlich auch hier nicht mehr die eckigen Klammern verwenden. Dann halt hier einfach ganz normal Anna reinschreiben. Obwohl, ihr könnt die eckigen Klammern auch lassen, dann wird einfach der Standardname ausgegeben. Also es ist nicht mal schlimm, wenn ihr vergesst, das zu ändern. Das dürfte kein Problem sein. Dasselbe gilt natürlich auch für Jen. Bei Jen könnten wir es jetzt beispielsweise drin lassen, dass wir wollen, dass Jens Name verändert werden kann, aber anders nicht. Dann lassen wir es hier drin und bei Alex funktioniert das genauso. Wir löschen hier einfach von dem Label für den Namen über das Input, über die Abfrage, ob alles gesetzt wurde. Löschen wir alles raus. Und wir haben nun, wenn wir uns das anschauen, Anna, die hier begrüßt wird, dann können wir direkt unsere Anna konfigurieren und bei Jen haben wir nach wie vor die Frage nach dem Namen, die jetzt hier nochmal erscheinen würde und bei Alex haben wir sie auch rausgelöscht und wir können direkt anfangen, ihn zu verändern. Das war's schon zu dem Video und allgemein zu Customization, also ihr habt noch Fragen. Andernfalls beschäftigen wir uns dann in den nächsten Videos mit weiteren Themen. Bis dann!